Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gunshot. Und ja, wir hatten ja letztens das Video von meinem PC saubermachen, Umbau, Streaming-PC, Schrägstrich Workstation, was auch immer. Ich habe ja auf jeden Fall die Hardware sauber entfernt aus dem alten Drecksteil und habe ja gesagt, dass ich ein neues Gehäuse im Endeffekt bekommen und beziehungsweise bestellt habe. Und das ist jetzt da. Ich habe mich da für Thermaltake entschieden. Und zwar für das Thermaltake Versa N21 und ja, einfach eigentlich aus optischen Gründen hauptsächlich. Ich fand es ganz schick und es sollte vor allen Dingen für so ein Streaming-PC jetzt nicht unbedingt, ja, übertrieben teuer sein. Ne? Ich habe gedacht, so bis 50 Euro kann das gehen und dann ist das okay, das reicht völlig aus. Und da bin ich, wie gesagt, fündig geworden und ich möchte mit euch das Unboxing machen heute, damit ihr im Endeffekt auch seht, wie das Ding aussieht und wo die Hardware dann im Endeffekt reinkommt. Da wir es jetzt unter der Woche haben, werde ich das mit der Hardware nicht unbedingt schaffen, da habe ich nicht allzu viel Zeit für, gerade wegen Arbeit und Pipapo. Das mache ich lieber am Wochenende, wenn ich Ruhe habe, wenn ich mir da eine Ruhezeit nehmen kann, um das da auch wirklich ordentlich zu machen und das dann auch natürlich wieder für euch aufzunehmen. Dann schwenken wir einmal so, dass ich das mit dem Unboxen auch so drauf kriege auf die Cam. So, meine Freunde, dann habe ich das immer ein bisschen zurecht gebastelt. Entschuldigt bitte, dass das jetzt alles ein wenig komisch aussieht und vor allem dieses Mikrofon hier noch drin hängt. Kacke mit Arsch. Das ist halt so, weil ich über Webcam alles aufnehmen muss, weil ich noch kein ordentliches Objektiv, wollte ich gerade sagen, weil ich noch keine ordentliche Kamera habe, um sowas aufzunehmen, was auch gleichzeitig eine gute Mikroqualität hat. Da nehme ich halt am besten immer das Rode. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es überleben. Ihr seht ja jetzt hier... Seht ihr das Gehäuse? Ihr seht hier schon so ungefähr den Aufdruck und wir wollen uns das Ding natürlich mal von drin angucken. So, liebe Freunde, ich musste das jetzt hier mal gerade so ein bisschen umorganisieren, weil ich doch den Kasten am Boden haben muss, damit ich das Ding rauskriege hier. Und da haben wir es. Ja, meine Freunde, hier ist im Endeffekt jetzt das Gehäuse endlich von vorne. Ich muss hier ein bisschen provisorisch was basteln, damit ich das irgendwie auch gut auf die Cam kriege, weil ich die Webcam ja nicht quer durch die Wohnung schleppen kann. Also habe ich mir das so ein bisschen aus dem Pappkarton hier zurechtgeschneidert, ne, damit ich das Ding hier draufstellen kann. Kurz festhalten, damit es nicht so umkippt. Huhu. So, ja, das ist das Thermaltake Versa N21 oder 21, wie auch immer ihr das wollt. Ja, wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, dann aufzumachen, Laufwerke reinzustecken etc. Ihr kennt das, ist ja nichts Spezielles oder Besonderes. Ich fand es einfach von der Optik von vorne ziemlich schön. Ich kann das auch einmal etwas näher ranbringen an die Kamera, damit ihr das auch nochmal schön seht. Genau, seht ihr, das spiegelt. Ich fand, das vorne hat das ordentlich was Stylisches. Es ist natürlich vorne nur aus Kunststoff bzw. aus Plastik. Trotzdem fand ich, macht das ordentlich was her. Einmal von der Seite. Hab das hier. Genau, da ist drin noch ein bisschen was. Und ja, von der Seite ganz okay. Der steht im Endeffekt so. Der hat vorne, wenn ihr das seht, leichte Stützen, damit er etwas schräg steht. Damit man auch dementsprechend, wenn er auf dem Boden steht, ne, zu euch sozusagen ran zeigt etwas, also so in einem leichten 25 Grad Winkel nach oben, dass ihr bequem drauf drücken könnt, ohne immer so tief zu greifen, finde ich schon sehr gut gemacht und das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Gut, ja, wie gesagt, von der Seite konnte man eben reingucken. Jetzt haben wir hier von oben noch einmal natürlich ein paar Hutzen, die Knöpfe natürlich wegen Power etc. Da kann ich mal wirklich ein bisschen näher ran. Ja, da seht ihr das. Ne? Genau. Da haben wir die Audioanschlüsse noch, dementsprechend USB-Anschlüsse etc. Und können dann alles sowohl als auch schick einpacken. Von hinten gar nichts Spezielles, ganz normal, alles okay. Und ihr seht hier hinten unten ein bisschen schon durch, dass natürlich auch hier wieder ein schöner Staubfilter drin ist für unser Netzteil am Ende. Wir haben halt auch bei dem Gerät hier oben die Möglichkeit, dort noch Radiatoren bzw. Lüfter auch für eine Wasserkühlung im Endeffekt mit einzubauen. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr könnt das nämlich hier oben abnehmen. Ich stelle das mal dazu hier. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, das abzunehmen. So,
ganz einfacher Plastikdeckel. An sich nichts Besonderes. Den können wir jetzt so abnehmen. Und jetzt könnt ihr von oben selbst schon sehen, dass dort im Endeffekt die Lufteingänge sind, die wir danach reinigen können. Leider Gottes, ich hatte mir hier mehr ein größeres Filtersystem noch vorgestellt, dass hier so eine kleine Filterkappen drin sind, beziehungsweise einfach vielleicht hier so gespannt ist. Aber naja, wie gesagt, für 50 Euro darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Es ist schon echt schön gemacht und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Jetzt klappe ich das Ding mal wieder drauf und dann gucken wir uns das Teil nochmal von innen an. Ja, meine Freunde, hier haben wir das Meisterstück jetzt nochmal von innen. Näher ran, damit ihr das super sehen könnt. Ups, so könnt ihr noch mal reingucken. Genau, ihr seht jetzt schon, dass die Kabel dort erstmal alle so zusammengebunden sind, die ich natürlich später auf dem Mainboard draufstecken werde. Muss für die LEDs, für die USB-Eingänge in dem oberen Teil vom Gehäuse, damit ich dort natürlich auch meine USB-Kabel anschließen kann. Ja, und ein kleines Gimmick ist noch, das hat man nicht bei jedem Gehäuse, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir haben hier, Klimper, 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 wir haben hier noch einmal die Schrauben, beziehungsweise, oh, da muss ich aufpassen, dass sie rausfallen, hier sind Löcher drin, Schrauben drin, womit wir natürlich dann später einzelne Sachen festschrauben können, wie hier im Endeffekt Laufwerke, Festplatten. Das Coole an den Festplatten finde ich jetzt, das hat aber, glaube ich, jetzt mittlerweile so gut wie jedes moderne Gehäuse. Ihr guckt mal genau hin, ihr habt da unten, ihr seht es vielleicht, genau, ein Easy-Lift-System für die Festplatten. Das heißt, ich kann hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn man das so mal, warum stehe ich nicht einfach auf, ne, kann ja aufstehen hier. So, ihr habt hier im Endeffekt dann die Easy-Lift-System. Das heißt, wenn ich hier die beiden Klicker betätige, ihr seht das von der Seite vielleicht, dann kann ich das hier rausführen. Ja, da kann im Endeffekt die Festplatte dann einfach rein und dann klack nach hinten einführen, fertig eingestöpselt. Und das kann man halt so dann ganz einfach verwenden, um sich natürlich auch so einen Festplattenwechsel ohne lästiges Geschraube und so weiter einfach rausziehen, mitnehmen, rein theoretisch. Okay, macht man mit internen Laufwerken jetzt nicht unbedingt, aber ich kenne das ja auch so mit meinem MIFCOM-Rechner, es erleichtert auf jeden Fall die Arbeit. Und wenn ich das hinten mit den Kabeln noch ordentlich lege, dann ist auch mal eben so ein Festplattenwechsel sehr einfach. Dort haben wir die andere Seite. Es ist jetzt nicht unbedingt so viel Platz, wie ich mir erhofft hatte. Das sah auf den Bildern im Internet etwas anders aus. Aber ich denke, ich kann das hier mit dem Kabelmanagement ganz gut ranlegen. Könnt ihr einmal gucken. Einmal von vorne noch so ein bisschen schräg. Genau, dass ich dort die Kabel hinten lang lege, dass dann auf jeden Fall vorne nicht so viel Rumquälerei mit den Kabeln. Ja, meine Freunde, ich habe das Gehäuse jetzt erstmal wieder zusammengebaut. Fange ja jetzt noch gar nicht mit dem Einbau der Hardware an. Das kommt erst am Wochenende, wenn ich wirklich genug Zeit dafür habe. Und so lange bleibt ihr hier erstmal schön zusammengebaut stehen. Und ich kann mir vor allen Dingen nochmal überlegen, was genau ich dort wo wie einbauen möchte. Das heißt zum Beispiel, dass ich ja auch noch Lüfter bzw. Kühler habe, Aktivkühler, aus dem alten Gehäuse. Und dann gucke ich und messe ich mal aus, inwiefern ich die hier drinne sinnvoll verbauen kann, sodass ich hier im Endeffekt einen guten Airflow habe, sodass im Endeffekt dann die Luft optimal zirkuliert und für Kühlung sorgt. An sich soll es das mit dem Unboxing jetzt schon wieder gewesen sein. Wollte euch da bloß zwischendurch mal so ein kleines Update geben. Das Ding ist da, das geht jetzt auch bald los. Bitte entschuldigt, falls ihr das nicht alles so gut erkennen könnt. Ich nehme ja immer noch mit der Logitech 1020 auf, weil ich ja nur diese Webcam habe. Ich habe keinen Camcorder etc. Dadurch ist die Qualität natürlich jetzt wahrscheinlich etwas schlechter. Bitte verzeiht es mir. Zurzeit passt einfach in die Geldbörse kein Camcorder rein für 300 bis 500 Euro, damit sich das auch wirklich lohnt, plus Mikro etc. ist halt einfach zurzeit nicht drin. Und ich gebe so mein Bestes, dass ihr das trotzdem irgendwie erkennen könnt, dranhalten und so weiter. Ich denke, das geht, wenn man da nicht so kleinfickrig drauf schaut, nicht wahr? Auf jeden Fall, was soll ich sagen, Kacke mit Arsch. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Am Wochenende, ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme, ich nehme mal an, Sonntag wird dann das Video wahrscheinlich kommen zum Einbau der Hardware. Und seid gespannt, hoffe, ihr seid mit dabei. Danke euch auf jeden Fall auch dieses Mal schon wieder fürs Einschalten. Falls das Video euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Haut rein, euer Gunshot.